Ja, liebe Delegierte, ich bin optimistisch. In den letzten 10 Jahren haben sich die Solarpaneelen von der teuersten Energiemethode zur günstigsten entwickelt. Wir beobachten, wie sich erneuerbare Energien am Markt behaupten können. Und ich glaube, wir schaffen die Energiewende, ohne zu schieben, ohne irgendwie Geld reinzustecken, ohne irgendwas davon machen zu können. Die sozial-ökologische Marktwirtschaft wird funktionieren. Und das Schöne ist, darum brauchen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Aber daraus entstehen neue Herausforderungen. Und zwar, was machen wir auf dem Weg dorthin? Und was passiert, wenn unsere Energiewirtschaft, so wie wir sie aktuell haben, sich transformiert? Und dazu gehört eben auch, dass unsere erneuerbaren Energien nicht immer verfügbar sind. Die Sonne kann aufhören zu scheinen, der Wind kann aufhören zu wehen. Aber wir wollen trotzdem auch nachts bei Dunkelflaute Videos schauen, auf unserem PC irgendwelche Arbeiten verrichten und generell energetisch verfügbar sein. Und sogar schon jetzt haben wir die Situation, dass unsere Strominfrastruktur zum Teil runtergeregelt werden muss. Dass zum Beispiel Windräder und Solarpaneelen unwirtschaftlich werden, wir diesen Strom zu Negativpreisen ins Ausland verkaufen müssen, um sie dann im Anschluss teuer zurückzukaufen. Ich finde, dem Ganzen können wir endlich Abhilfe schaffen. Aber wir machen das nicht, indem wir irgendwas durchdrücken oder irgendwas erzwingen. Nein, wir schaffen einfach neue Möglichkeiten. Und das ist in der Essenz dieser Antrag. Wir schaffen Möglichkeiten, dass Bürger sich frei dafür entscheiden können, erneuerbare Energien auf verschiedenste Weisen zu nutzen. Wie machen wir das? Nun zum einen die altbekannten E-Fuels. Ich glaube, die sind bei uns Freien Demokraten bekannt und beliebt. Sie sind energetisch nicht besonders effizient, denn wir müssen aus dem Strom erstmal via Wasser, Elektrolyse, Wasserstoff herstellen und dann mit CO2 daraus diese Treibstoffe machen. Das ist im Vergleich zu Elektromobilität zum Beispiel nicht besonders effizient. Das müssen wir akzeptieren. Aber die Verbrennungsmotoren werden nicht einfach verschwinden. Wir werden sie weiterhin benutzen, wenn nicht in Deutschland, dann im Ausland. Wenn wir in Afrika aktuell Autos haben aus den 90er Jahren, die in Deutschland irgendwann mal benutzt wurden, dann werden wir weiterhin Verbrennungsmotoren haben. Aber mit E-Fuels ist es möglich, diese klimaneutral zu betreiben. Und mit E-Fuels aus Überschussstrom, der sowieso verloren gehen würde, gibt es hier die Möglichkeit, quasi Energie, die wir bisher nicht nutzen, nutzbar zu machen als Treibstoff. Wir haben weniger fossile Energien, das ist gut für den Klimaschutz. Und deswegen wollen wir gemäß diesem Antrag E-Fuels endlich zulassen. Die Leute sollen sich frei entscheiden können an einer Tankstelle, ob sie fossiles Benzin tanken wollen oder Benzin aus E-Fuels. Wir wollen diese Möglichkeit schaffen. Und vielleicht werden E-Fuels anfangs teurer sein und sich am Markt behaupten können. Aber ich glaube, dass das eine Chance ist, die wir ermöglichen sollten. Das Gleiche gilt fürs Heizen. Hier gibt es sogenannte virtuelle hybride Blockheizkraftwerke. Das ist im Prinzip eine Kombination aus Wärmepumpe und fossilem Heizkörper. Und auch hier, man kann an der Strombörse Strom kaufen, wenn er günstig ist, und damit heizen. Und auch damit nutzen wir Überschussstrom. Über Smart Grids kann man so noch dezentrale Netze schaffen. Wir sehen eine Menge Möglichkeiten, mit denen wir unseren Überschussstrom nutzen können und uns fit machen für eine Zeit nach der Energiewende. Darum bitte ich euch für die Annahme des Antrags. Vielen Dank.